Ja, hallo und herzlich willkommen zum, ja, ich weiß gar nicht, Katzenbild, Guide. Ja, und zwar in Michigan gibt es einen neuen Spot, ja, und da könnt ihr die Katzenwelt fangen. Hier habe ich einen in Trophy-Größe rausgeholt. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ihr könnt ja eigentlich fast überall fangen hier, in 7 Meter Nähe. Einfach nur reinschmeißen und sie beißen. Ja, ich schätze, das hat was mit dem Event zu tun. Die haben die wahrscheinlich extra reingemacht für die Leute, die mehr, also höher als Level 20 sind, können dann hier auf Mais diese Welse fangen und es geht recht fix. Ich habe jetzt den 1-0er Haken. Ja. Ihr könnt ruhig auch kleiner nehmen, also Einser oder Zweier, dann geht es schneller und ihr kommt besser voran. Ja, ihr braucht kein besonderes Equip, ihr müsst nur tief genug gehen, wie man bei den Welsen halt gewohnt ist. Und ja, wie gesagt, ab 7 Uhr ja, kann man sie überall hier fangen, in dem Bereich 7 Meter, 10 Meter wahrscheinlich auch. Also bei 7 Metern ging es ganz gut. Ja, und wie ich schon sagte, es funktioniert einigermaßen. Man kann sie gut farmen. Ja, das war's auch schon. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich wegen dem Pilgerhut. Ja, also im Endeffekt für diesen Erfolg hier. Ah, ja. Der Fänger im Mais, dafür haben sie es wahrscheinlich reingemacht. Und wenn ihr das dann geschafft habt, gibt es halt den Pilgerhut, den ich vergessen habe anzuziehen. Oh Mann. Ja, da ist er. Ja, wie gesagt, die neue Fischart, weiß ich nicht. Naja. Zum Farm eignet die sich nicht wirklich, aber wenn man sie hat, hat man sie. Alles klar. Ich sage ciao, ciao, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.